Eine Regatta aus Heißluftballons sorgte am Pfingstwochenende für malerische Farbtupfer an Londons Himmel. Wenn das Wetter es zulässt, findet die Lord Mayor's Hot Air Balloon Regatta jedes Jahr statt. Schirmherr der Veranstaltung ist einer der Londoner Bürgermeister. Sie soll die öffentliche Aufmerksamkeit auf Wohltätigkeitsverbände lenken. Schon jetzt konnten fast 300.000 Pfund als Spenden für die Organisationen gesammelt werden. Die insgesamt 46 Ballons starteten um 5 Uhr morgens im Battersea Park und flogen dann über viele der Londoner Sehenswürdigkeiten, wie das Parlament oder den Canary Wharf Bezirk.